Hallo Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen hier in meinem Cast zu einer neuen Folge Zelda Tears of the Kingdom. Ich muss gerade noch ein bisschen leiser reden, weil wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, dass mein Kaninchen gerade irgendwo draußen rumtot, ich die Tür offen habe und ich daher nicht ganz so laut schreien kann, um nicht das ganze Haus zu unterhalten. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Entschuldige mich nochmal herzlich für den letzten schlechten, sehr, sehr hässlichen Cut, aber wenn Zeit vorbei, dann Zeit vorbei. Freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, denn wir befinden uns in der Nebenquest. Deswegen bin ich gerade im Pausenmodus, weil in dieser Nebenquest läuft die Zeit. Wir haben, als wir einen der Crocs mit Rucksack hier also da ist so eine Strandregion, wo wir uns dort auf der Karte gerade befinden, auf dem Weg übrigens nach Kakariko, wo ich immer wieder sage, es war gut, dass wir uns nicht teleportiert haben. Haben wir eine Dame gefunden, die eigentlich auf dem Weg nach Ateno in die Schule war. Die hat nämlich Sandrobbenkuscheltiere gebastelt und wollte sie den Kindern geben. Aber sie wusste nicht so ganz, wie sie den Kindern gegenübertreten soll, weil sie doch eher ein wenig angsteinflößend ist. Und wir haben sie gefragt, was sie da macht. Sie hat sich erschrocken und alle Tiere sind überall verstreut. Die Zeit läuft. Und wir müssen alle 10 wieder beschaffen. Das tun wir jetzt. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, ihr sollt auch mal Luft holen zwischendurch. Mir brauche ich jetzt erstmal ein Boot oder irgendwas, was schwimmen kann. Weil das sonst nicht funktioniert, Freunde. Also, wir brauchen jetzt erst noch ein paar Elemente. Lenkelement haben wir doch auch. Ja, perfekt, das passt. Eins hätte auch gereicht wahrscheinlich. Eins reicht auch. Damit wir die da alle nämlich raufpacken können und aus dem Wasser holen können. Because time is running. Ups. So. Kann ich die hier auf mein Dings holen? Ich hätte mir wahrscheinlich hinten noch was anderes hinklöppeln müssen, dass ich die hier hätte holen. Also, dass irgendwas zum so eine Ladefläche oder sowas. Das habe ich nicht klug durchdacht. Ich hätte mir noch einen Anhänger oder sowas ranbauen können. Einen können wir hier oben drauf machen. Aufpassen, dass wir gleich kein Übergewicht bekommen. Oder wir bringen halt jetzt erstmal welche zurück. Ah, das läuft wirklich nach Zeit. Aber wir können es vielleicht schaffen. 30 Sekunden ist viel zu wenig. Wir kentern gleich zusammen mit den ganzen Kuscheltieren. Ich habe nicht gesehen, dass die Zeit runterläuft. Dann hätte ich mich ein bisschen mehr beeilt. Nein, kein Pferd rufen. 7 Sekunden noch. Können wir nicht das ganze Teil... Ach, illegal. Nein! Ach, der war doof. Ja, wir müssen es gleich nochmal machen. Dafür haben wir 20 Öck bezahlt. Die Alte hat einen Schuss. Bist du immer noch nicht fertig? Ich bin mit meiner Geduld am Ende. Jetzt weißt du auch, warum die Kinder dich nicht mögen. Ah! Mann! Ah, wie nur 4 Stück! Da hast du dich aber nicht gerade besonders angestrengt. Ich hatte doch den ganzen Rest, Mann. Alter, du bist echt unsympathisch. Dafür behalte ich deine Töte sie. Töte sie einfach. Dafür behalte ich deine Kaution ein und weh, du wagst es, dich zu beschweren. Mit dem Rest werde ich schon fertig. Kein Problem. Ich werde jetzt weiter mein Lächeln ich meine, ich habe zu tun. Also lass mich in Ruhe, ja? Bis dann. Pass auf, wir hatten nur eine einzelne Chance, um das zu schaffen. Echt jetzt? So, du blöde Kuh. So, der komische Typ hat mich etwas abgelenkt, aber ich muss dringend noch etwas weiter üben. Sandig, guten Tag. Heute schon gerobbelt? Gerobbelt ist aber auch echt ein blödes Wort. Also nee, schon echt peinlich. Aber Kinder lieben ja solchen Nonsens, soweit ich weiß. Was machst du da? Sie hat die Pferde aber auch absolut nicht unter Kontrolle, ne? Auf ein neues und jedes Mal kostet es 20 Öcken. Lieben und hassen wir zugleich. Ich probiere es nochmal. Du schon wieder? Jetzt komm schon, erschreck mich doch nicht so. Ich bekomme noch einen Herzinfarkt. Oh. Du musst mir wieder helfen. Das ist dir klar. Wenn du alle wieder anschleppst, zahle ich dir auch was. Aber die Kaution von 20 Rubinen wäre natürlich fällig.
Du hilfst mir, oder? Ja, ich mach's. Blöde Kuh. Ich mag sie nicht. Ja, ja. Also, jetzt werden wir keine Zeit verschenken. Wir werden gleich etwas bauen. Und zwar gleich mit einem Anhänger. Dran. Theoretisch müsste das doch funktionieren. Wenn ich hier jetzt noch ein zweites Brett ranpacke, oder? Oder ist es dann zu lang? Ja, ist zu lang, glaube ich. Ich bräuchte nur so ein halbes Brett. Oh, Mann. Wenn es schnell gehen soll. Ich sag's euch, ne? Wenn es schnell gehen soll. So, aber dann habe ich ein bisschen mehr Fläche. Pass auf, dann gibt es jetzt hier ein Lenkelement. Theo, praktisch sollte das doch passen, wenn ich die zwei jetzt hinmache. Ich hoffe, dass es schwimmt. Ist das ein Penis? Ein Holzpenis. Heute schon gerobbelt? So nenne ich die Folge, heute schon gerobbelt. Aber die Musik ist toll. So, schneller bauen, Link. Schneller. Habe ich es jetzt schräg gebaut? Hoffen wir mal, dass es auch schräg klappt. Ich hole natürlich, was ich rausholen kann, hole ich natürlich raus. So. Ah, hat schon ein bisschen überge... also ein bisschen vom Gewicht ist halt schon blöd, ne? Naja, gucken wir mal. So, Nummer 1. Vielleicht einfach trotzdem hier hinten das irgendwie hin platzieren. Wenn nicht, dann, ja, ich weiß halt nicht, ob wir die Zeit haben, um öfter zu fahren, wisst ihr? Lenken, 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 lenken. Stopp. Bitte schon gerollt. Das sieht aus, als würde es gleich wieder runterfallen. Ich darf halt auch nichts verlieren, ne? Aber vielleicht kriege ich das ja austariert. Stopp, stopp, stopp. Wir haben einen verloren, wir haben einen verloren. Ich hab doch gesagt. 53 Sekunden noch. Also time is running out, ne? Just saying. Schneller. Weil wir müssen die alle dann noch da reinpacken. Wenn ich das auch wieder nicht hinkriege, kommen wir irgendwann wieder. Steht jetzt unten drunter. Perfekt. Na los, greif ihn. Und jetzt bitte nicht untergehen, sonst kriege ich eine Krise. Ist da hinten ein fertiges Boot? Okay, für nächstes Mal wissen wir, es ist ein fertiges. Oder ist es unser letztes Boot? Okay, jetzt ist die Frage. Kriegen wir die jetzt alle hier auf dem Wagen schnell? Also... Ach, Dreck. Verdammt! Es ist doch drauf! Ach, leck mich doch am Arsch! Mann! Nicht nur vier, guck doch mal, da sind doch alle drauf! Blöde Kuh, Alter! Blöde, blöde, dumme Kuh! Ich mag dich nicht mehr so, das war jetzt... Da habe ich jetzt keinen Nerv für. Es sei denn, unser Gefährt ist noch da, dann können wir es natürlich einfach greifen, Leute. Dann können wir es einfach greifen und sind vielleicht dann ein bisschen schneller, als wenn wir Zeit brauchen, um es zu bauen. Einmal noch! Alle guten Dinge sind drei. Oh, du bist echt blöde, doofe Kuh, Mann. Ich mag dich nicht. Die Kinder mögen dich auch nicht. Du bist sehr unfreundlich. Du bescheißt mich hier, weißt du? Das mache ich doch safe mit Absicht, um hier Geld zu verdienen. Von wegen zu den Kindern. Niemals wollte sie zu den Kindern. Oh! Also, ich baue mal darauf, dass mein Gefährt da hinten vielleicht noch ist. Ja, ja, ja. Ist okay, ist okay, ist okay. Nochmal vertone ich die nicht. Die regt mich ja jetzt schon instant auf. Sie regt mich einfach auf. Zeit zurückdrehen können wir auch nicht, oder? Doch, Gott. Warum geht das nicht? Hmm.
Vielleicht kommen wir so zum Ziel. Oh, Mist. Na, ich konnte mich nicht bewegen, Freunde. Aber guck mal, dann hält die Zeit zumindest an. In dem Moment, wo wir das tun. Ich kann mich nicht bewegen. Nicht schlecht, nicht schlecht, Freunde. Pass auf. Oh, vielleicht funktioniert das so. Haben wir das fünf jetzt schon drüben? Weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Hier ist nämlich auch noch eins, direkt vor unserer Nase. Ich weiß nicht, ob es dann funktioniert. Ich guck mal. Vielleicht klappt das. Oh, vielleicht klappt das ja so. Ah, das wäre natürlich zauberhaft. Wenn es von hier aus klappt, wenn wir von hier aus alle erreichen können, ist das vielleicht die Lösung. Es sieht bis jetzt ja ganz gut aus. Wenn wir an den da hinten rankommen, könnte das funktionieren. 8, 9, 10. Das sind alle. Oh, das sieht nach allen aus. Und vor allen Dingen hier in dem Modus läuft die Zeit nicht weiter. Ah, habe ich es einfach falsch angegangen? Das kann halt auch voll sein. Wenn wir das Quietschen hören, wissen wir, dass in dem Moment das Teil nämlich drin ist. So Nummer 9 und da haben wir Nummer 10. Ah, ich bin es die ganze Zeit falsch angegangen. Quietsch. Ah. Also jetzt weiß ich, wie der ideale Lösungsansatz. Wer von euch auch struggelt, that's the solution, ladies and gentlemen. Perfekt, geschafft. Alle 10. Mega. Ah, oh, wie? Du hast schon alle aufgesammelt? Das ging ja schnell. Nachdem du mich jetzt um 60 Münzen insgesamt geprellt hast, will ich mindestens 100 zurück. Super, danke dir. Du hast im Handumdrehen alle wieder eingesammelt. Also, hier ist deine Belohnung. Deine Kaution bekommst du auch zurück. 100 plus? Wo ist meine Kaution? Also waren es gerade mal 60 insgesamt und 40. Aber es ist okay. Ich habe gesagt, ich will mindestens 100. Damit bin ich fein. Ich werde jetzt weiter mein Lächeln üben. Ich meine, ich habe zu tun. Also, lass mich in Ruhe, ja? Bis dann. Was für eine unsympathische Frau. Was für eine hochgradig unsympathische Frau. Antipathie. Die viele vielleicht auch gegen mich haben. Was ja auch okay ist. Oh, es ist safe noch eine zweite Runde. Habe ich da jetzt Bock drauf? Nein. Lassen Sie sie jetzt allein? Ja. Da möchte ich bitte ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Vielleicht kommen wir hier irgendwann nochmal vorbei. Dann ist das so. Aber ansonsten... kann sie gerne da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Alter, hier ist doch eine Leiter, Link. Warum nimmt er die nicht? Was ist sein Problem? Seht ihr das? Er geht da nicht ran an die Leiter. Das ist ja richtig bescheuert. Gut, dann halt auf den normalen Weg klettern. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Brauche ich da irgendwie eine Erhöhung, um da ranzukommen? Möglich. Jetzt will ich da erst recht drauf, wisst ihr, ne? Moment. Du willst Erhöhung, du kriegst Erhöhung. Ich meine, so viel müssen wir jetzt ja gar nicht bauen. Ein Brett. Ein Brett drüber. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Wir können es mal probieren. Das ist wie so eine kleine Palette, die wir gebaut haben. Oh, das hat sich das nicht festgedingst? Warum nicht? Es war so schön. Warum ist das alles nicht fest hier? Mann, verbinden. Am Arsch. Ist dein Ernst? Das kippt doch wieder vorne rüber. Läuft ja schon wieder suboptimal. Ich will doch einfach nur nach oben gucken, was da ist. Oh, springt doch vorbei. Es ist auch manchmal echt schon schwierig. So. Warum denn nicht gleich so? Wo war denn jetzt das Problem? Jetzt will ich mal wissen, was da oben ist.
Wenn da jetzt nicht was richtig Grandioses ist, was da wartet, bin ich ein bisschen beleidigt. Pass auf, da ist nichts. Bin ich jetzt beleidigt? Ja, bin ich. So. Sprechen wir da nicht mehr drüber, Freunde. Sondern reisen wir weiter. Über den See. Über den See. Den See, den See, den See. Ich höre mein Kaninchen. Ah, war doch noch ein bisschen weiter weg. Oder pass auf, weißt du, was wir jetzt machen? Nee? Wir sind ja quasi schon hier oben. Psst! Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Wir gucken jetzt nicht hin. Hat keiner gesehen. Hat. Ich werde nämlich, glaube ich, ertrunken. Im Prinzip rette ich ihn nur vor dem Ertrinken. So, dann können wir gleich mal Ausschau halten nach dem Wagen. Ah, wir sehen dann zumindest schon mal einen Hasen. Suche ich aber gerade nicht, weil wir sind ja schon in Stadtnähe. Ja, nein, vielleicht sind wir. Naja, geht so. Wo ist denn Kakariko? Bin ich blind? Irgendwo dahinter? Weil wir haben es 3 Uhr, es könnte fast schon wieder zu spät sein. Aber irgendwo müsste der mit seinem Wagen doch irgendwie sein und rumlungern. Wenn nicht, sonst legen wir uns in Kakariko schlafen. Wobei das kostet, ne? Ja, machen wir irgendwo ein Feuer. Ui, schwarze Pferde. Schöne Pferde. Aber ich habe keinen Platz mehr für Pferde. Irgendwo gibt es, glaube ich, noch ein besonderes Pferd. Ah, ist doch Kakariko hier. Aber wo ist der Wagen? Wo ist der Wagen? So, erstmal sammeln wir Tomaten ein. Das ist doch auch schon mal gut. Ja, wir sind wahrscheinlich schon wieder zu spät gekommen. Oh, setz doch nicht alles immer hier jetzt unter Strom, Mädchen. Ich habe keinen Bogen mehr. Dann nimm den ganz billigen hier. So. Mann. Ach, schau mal. Ach, schau mal. Ach, schau mal. Da war Bernstein drin. Ich habe Bernstein gefunden. Aber ist hier noch mehr? Ah, nee. Das war jetzt auch lustig versteckt. Warum gibt es hier so viele Tomaten? Na, ich habe dich doch richtig trabbeln hören. So süß, wenn man die... wenn Kaninchen so laut, also wenn sie anfangen zu rennen, dass man sie dann trotzdem hört. So, es ist jetzt ein wenig zu spät oder zu früh, je nachdem, wie man es auch nennen mag. Wir müssen uns noch eine Runde schlafen legen, damit wir den Wagen finden. Aber wo war das? Wir können auch hier nochmal in den Laden reingucken vielleicht, aber wir haben nicht mehr viel Geld, ne? Kostet ja auch alles Geld. Aber Butter wäre natürlich jetzt auch geil. Tür auf. Na, Baby, willst du nicht auch mal wieder rein? Da können wir schlafen. Ah, hier werden wir doch so eklig beobachtet, ne? Trüffel. Bist du hier, um dich schlafen zu legen? Schlafen ist gut für den Körper, deshalb bin ich auch so gesund. Also, normales Bett 20 Rubine, Luxusbett 30 Rubine. Ich nehme das normale, bitte. Abends bitte wecken. Ich wollte jetzt morgens schon aus Gewohnheit eingeben. Wäre aber falsch gewesen. Hoffentlich denke ich dran. Aber zu viel Schlaf ist auch eine Krankheit. Aua, habe ich mir den Nippel aus dem Ohr geschlagen. Ja. Aua, mein Ohr. Au. Das hat wehgetan. Aua, mein Nippel. Also meine Ohren, nicht mein Nippel. Aber ihr wisst, was ich meine. Guten Morgen, beziehungsweise Abend. So, 21 Uhr. Das könnte doch... Oh, jetzt regnet das hier. Was ist denn das für ein Licht?
Aber nicht das Licht, was wir suchen, ne? Also, wir müssen ins Ausschau halten, wo der sein könnte. Der müsste ja irgendwo oben sein. Blöd ist natürlich, dass jetzt regnet. Können wir nicht auf dem direkten Weg klettern? Müssen wir ein bisschen anders vorgehen. Ist aber auch nicht schlimm. Wir müssen einfach erstmal auf einen höheren Punkt kommen. Damit wir von da aus das Leuchten dann sehen können. Ich weiß halt nicht, ob es dazu nicht noch zu früh vielleicht ist. Da müssen wir gucken. Hier hätten wir noch eine Slotmaschine. Nee, ist ein anderes Licht. Vielleicht war Kakariko auch eine blöde Idee. Weil doch sehr... Also hier leuchtet doch schon sehr viel und da ist es doch echt schon schwierig wieder zu erkennen, wo das sein könnte. Aber die Sicht ist halt auch gerade echt schon wieder kacke. Ich weiß noch nicht. Lass uns mal ein Stück höher, dann können wir noch urteilen, ob das jetzt eine blöde oder eine gute Idee war. Oh, ich bin fast für eine blöde Idee. Hier leuchtet einfach gefühlt alles. Hier sind so viele Zelte. Ah, war vielleicht eine dumme Idee, nach Kakariko zu gehen. Ja, sehe ich auch ein bisschen ein. Und ich kann einfach nicht klettern. Was ist das denn? Komm ich nach oben? Warte. Ja. Ah, ein bisschen höher. Ich habe ja noch Hoffnung. Hätte man sich auch zum Schrein teleportieren können. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für nix. Hä? Aber der leuchtet doch eigentlich mega hell. Aber Kakariko ist ja schon irgendwie eine Stadt und ein Dorf, theoretisch. Müsste man die noch hier irgendwo sehen können, wenn man was sieht. Aber warum regnet das jetzt die ganze Zeit, Mann? Boah, ich hasse dieses Wetter. Oh, das gibt's doch nicht. Haben wir nicht noch mehr Regenkleidung? Nee, ne? Brauchen wir noch. Müssen wir noch finden. Doch, hier. Will ich wissen, wo er schon wieder hingerannt ist? Ja, wir schon. Ist ein wenig anstrengend mit dem Kaninchen hier gerade jetzt. Oh, kletter doch nach oben, verdammte Axt. Oh, ich hasse dieses Wetter. Ich muss mal gucken gehen. Odin! So, fing das zauberhafte Wesen jetzt gerade in seinem 50-Euro-teuren Würfelhaus an rumzuknabbern? Da hört für mich der Spaß doch auf. Ich beiß ja auch nicht in meine Couch. Tja, der Regen sackt gerade ein wenig ab. Und hier entfernen wir uns dann doch vielleicht ein bisschen zu sehr. Aber ich kann nichts ändern. Es regnet zu stark. Ich kann nicht klettern. Bei diesem Wetter. Ich muss aber irgendwie höher kommen, um mehr zu sehen. Mann, das nervt doch hier. Entschuldigung, dass ich gerade so ein bisschen angry unterwegs bin. Aber ich wollte so sehr endlich mal zu diesem Wagen. Und dann regnet es einfach. Und ich sehe nichts. Die ganze Nacht. Da ist ein Händler, aber der falsche. Weil wir sind ja auch schon wieder zu sehr aus Kakariko raus. Das Problem ist, ich komme hier aber nirgendwo anders ran, weil es einfach regnet. Und es hört auch gefühlt nicht auf. Oh. Scheiße, ey, Mann. So, vielen Dank für nix. Kann jetzt die Froschkleidung mal ablegen? Das ist ja furchtbar. Ich habe fast die Befürchtung, es war jetzt ein bisschen falsch, nach Kakariko zu gehen. Weil, ich glaube, mir fehlt's nicht. 0.15 Uhr. Tja. Die Nacht ist noch jung, aber es war, glaube ich, eine dumme Idee. Ich habe halt auch keine Ahnung, wo dieser Wagen sein könnte, aber es nervt mich zumindest, dass ich den jetzt nicht finde. Ach, genervt von allem schon wieder. Plan und Umsetzung. Das sind wieder Dinge, die schon wieder nicht zusammenpassen. Also, fassen wir zusammen. Kakariko ist, glaube ich, ein blöder Ort, um den aufzufinden. Aber wo könnte der denn sein? Ich meine, so viele Plätze gibt es ja nicht, wo er sein könnte. Hier, theoretisch. Warum steht er hier nirgendwo?
Ich weine. Oh, hier ist ein Abgrund, da würde er jetzt auch nicht sein. Denke ich. Da ist ja gefühlt alles schon wieder sehr weit weg von Kakariko. Ach Mist. Ja gut, dann haben wir es probiert. Dann ist das jetzt so. Ich laufe nochmal hier irgendwo nach oben. Der Regen war auch einfach echt hinderlich, ne? Aber so eine Sache kannst du ja vorher nicht wissen. Schläft der jetzt im Würfel? Ja, ich glaube schon. Süß. Ich könnte nochmal hier irgendwo gucken, ob ich da irgendwas sehe durch Zufall. Aber ich glaube es natürlich nicht. Ein wenig ärgerlich. Das tut mir leid. Ich hätte sehr, sehr gerne irgendwie eine Maske gehabt, geguckt. Ich habe auch nicht mehr in Erinnerung, wo wir den gesehen hatten. Es gab ja irgendwie so Spots, die sich als idealer erwiesen haben. Ich weiß auch nicht, ob man es hätte vom Spähposten aus sehen können, weil Spähposten ja auch irgendwie als Dorf zählt. Ja, hier ist wahrscheinlich einfach zu hügelig und zu bergig drumherum. Da habe ich auch nicht mitgedacht. Aber will ich jetzt nochmal zurück? Eher weniger. Fliege ich hier gleich runter? Ja, ja. Oh Gott. Der rettende Hang. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, wir klatschen gleich nach unten. Aber er braucht ja auch eine gewisse Standfläche. Also so ein kleiner Platz hier reicht ihm ja auch nicht, um zu stehen mit seinem Wagen. Wisst ihr, wie ich meine? Oh, ich sehe ihn nicht. Der ist hier nirgendwo. Nee. Weiß halt auch nicht, in welcher Höhe das sein könnte. Aber hier sieht es echt schlecht aus. Also Kakariko ist, glaube ich, ein recht dummer Ort für sowas. Jo. Das war Play the Idee. Der ist hier nicht. Keine Ahnung, wo er mit seinem Wagen steht. Aber hier zumindest nicht. Satz mit X. Nix. Er traut sich vielleicht auch hier einfach nicht heran. Vielleicht ist Kakariko auch einfach der schlechte Ort, der ungeeignetste Ort, weil sich hier so viel noch ereignet hat. Das kann sein. Auch möglich. Gut, unser eigentliches Ziel ist ja hier nach unten. Hier nach unten, ne? Da sind wir jetzt natürlich schon wieder so ein bisschen fernab vom Platz. Weißt du, was wir jetzt machen? Ach nee, gar nicht wahr. Ich hatte überlegt, mich zu teleportieren. Aber wir sind ja doch schon ein Stück weiter nach unten. Haben wir hier eigentlich nochmal ein Dorf oder sowas auf dem Weg? Nee, ne? Hier müssen wir hin. Okay. Hier müssen wir hin. Dann würde ich über die Zwillingsberge. Dann würde ich jetzt hier diesen Weg, diesen hier, diesen langlaufen. Okay, dann ist das so. Na, brechen wir jetzt wenigstens bei morgen. In der Morgenstunde auf. Ja, sorry dafür. Was ich ist, ist nicht. Ich hab's probiert. Habe eure Tipps bewahrt. Bewahrt? Befolgt. Aber, ne, falsche Auswahl des Ortes. Fassen wir das so zusammen. Satz mit X, nix. So. Abgehakt. Weiter im Text. Aber ich werde auch das jetzt laufen, weil vielleicht finden wir noch irgendwas. Wie das mit den Kuscheltieren zum Beispiel. Müssen wir bestimmt noch ein, zwei Mal erledigen, ehe die wirklich erst losgeht und sich traut, nach Hateno zu gehen. Aber wäre natürlich schon cool, das zu sehen, wie die in Hateno denn Kuscheltiere bekommen. Wobei wir vielleicht auch nochmal zur Schule zurück mussten. Wir hatten auch irgendwie eine Quest. Ich meine mich zu erinnern, dass wir eine Quest hatten. Wo wir irgendwas suchen sollten. Könnte man irgendwann nochmal einen Angriff nehmen? Da ist ein Ziege. Treffe ich nicht von hier aus. Treffe ich die von hier aus? Ich glaube nicht. Nee. Schön aufgescheucht. Lieben wir. Ist das der richtige Weg? Na, nicht ganz. Nee, gar nicht. Komplett in die andere Richtung, Freunde. Was war denn da jetzt schon wieder in meinem Kopf falsch? Da lang müssen wir. Also wir müssen jetzt schon straight hard hier irgendwie in die Richtung.
Kannst du auch knicken. Aber vielleicht finden wir auf dem Weg irgendwie nochmal einen Schrein oder so. Das wäre natürlich auch geil. Führt das zum richtigen Weg? Boah, das sieht ganz gut aus. Einfach mal so ein bisschen Feld ein. Vielleicht sehen wir irgendwo noch spannende Dinge. Aber ansonsten wäre das schon jetzt relativ straight geradeaus. Wichtig ist, dass wir über die ganzen Flüsse und so rüberkommen, weil das ist ja auch immer so ein kleiner Struggle, darüber zu kommen. Zumindest auf direkten Wege. Gerade wenn da irgendwie eine Strömung ist oder wenn die Berge dahinter relativ hoch sind. Das muss ja jetzt auch nicht sein. Kennen wir den Stall da hinten schon? Ja, kennen wir. Ah, Stall der Zwillingsberge. Aber die wollte ich ja so ein bisschen rüber. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass wir genau an dieser Stelle hier schon waren. Wir den Stall nämlich erst entdeckt haben. Und wir irgendwo bei der Passage durch die Zwillingsberge von einem Croc erzählt bekommen haben. Von wegen... Geh doch mal zu einem in den Krockwald. Irgendwie sowas. Will ich wissen, was hier Phase ist? Ja und nein. Habe ich jetzt Bock auf Stress? Nein. Deswegen laufe ich ein bisschen jetzt drumherum. Also bis jetzt sehe ich nichts weiter Spannendes. Theoretisch müssen wir einfach nur über den Berg rüber. Und dann sollten wir schon ziemlich in der Nähe sein. Also den hohen Berg müssen wir jetzt erklimmen. Und ich sehe da schon wieder Regen auf der Karte. Sollten wir möglichst vor dem Regen irgendwie versuchen zu schaffen, weil sonst wird das echt ungemütlich. Sonst wird das richtig ungemütlich. Sag ich euch. Ja, ja, selbst die Ziege sagt das. Stimmt, sie heißen ja nicht mehr Ensemble Zügellos, sondern irgendwie anders. Ja, ja, hier waren wir. Genau, genau, genau. Hier haben wir nämlich den letzten gefunden. Hier ist nämlich auch eine Fee in der Nähe. Ach Menschen, das ist schon wieder gefühlt so viele Folgen her. Naja. Jetzt sind wir zurück. So. Und ich glaube, wir hingen auch hier schon mal Richtung Berg. Ah ja, haben wir alle schon gesehen. Müssen uns beeilen. Es ist schon bewölkt. Oh, warte mal. Oh, wir könnten uns das dazu nutzen, machen den Stein. Zeitumkehr und dann... Ja, das ist doch perfekt. Das wird unsere Reisemöglichkeit nach oben. Ohne viel Anstrengung. Wir reisen heute per Zeitumkehr. Das ist mein Plan, Leute, um hier rüber zu kommen. Oh, hier oben könnte auch schon wieder kalt werden, wenn es so hoch ist. Muss ich gleich mal gucken. Ja, die Richtung... Ja, noch ein bisschen mehr in die Richtung, glaube ich. Ich höre einen Schrein. Oh, hier können Himmelsinsel sein, die wir noch nicht hatten. Guck mal, seht ihr das? Ah, aber wenn hier Archipel steht, waren wir da vielleicht schon mal. Die Frage, kenne ich das oder kenne ich es nicht? Ah, jetzt bin ich schon wieder hier. Aber ich höre einen Schrein. Könnte hier oben noch ein Schrein sein vielleicht? Oh, lass mal kurz gucken. Aber Archipel kennen wir eigentlich. Ich habe halt so dieses Schreingeräusch gerade im Ohr. Und irgendwie gefühlt wird es auch lauter. Okay. Let's have a look. Da war doch ein Punkt. Irgendein Haus? Ich glaube. Alter, was ist denn heute los? Mann, das gibt's doch nicht. Das passiert immer, wenn ich mich darin umdrehe. Aua. Wenn man die Kinder betreuen muss. So sieht das aus. Ja, hier ist irgendwo ein Schrein in der Nähe. Aber hier oben? Oh, könnte das so ein Unfertiger sein mit... Oh, hier liegt aber viel. Mit, wir müssen irgendwas komplettieren. Sieht fast danach aus, ne? Ja, aber guck mal, das Ding da hinten kenne ich nicht.
Wir brauchen was zum Fliegen. Das wird safe da oben irgendwo noch sein, ne? Aber hier ist ja keine Möglichkeit für ein Schreien. Denke ich. Okay, Leute. Heißt übersetzt. Wir drehen den Bums hier erstmal um. Zack. Sammeln die Knolle ein. Weil hier unten drunter wird ja kein Schrein sein. Da haben wir Feuer. Das brauchen wir nicht. Ihr habt doch hier eine Rakete gesehen. Genau. Wir brauchen auf jeden Fall auch ein Modul, was uns ein bisschen Start noch gibt. Und zwar brauchen wir den Schub in die Richtung. Und ich darf nicht wieder die Module falsch draufsetzen, wie ja schon mal geschehen. Dazu sage ich nichts. Kommentieren wir an der Stelle auch nicht. Dann brauche ich irgendwie ein Lenkelement. Haben wir das ja auch? Also wir haben ganz viele Batterien, aber sehe ich irgendwo ein Lenkelement? Wir hätten hier noch eine zweite Batterie. Aber ohne Lenkelement wäre natürlich auch kacke. Aber ist das die richtige Richtung? Wo will ich denn hin? Ja, schon. Oder? Aber ist ja schon mal falsch gebaut. Trial and Error. Oder könnte der... Warte mal, haben wir da hinten nicht auch noch eine Insel? Moment. Und ich glaube, ich werde noch ein oder zwei Batterien raufklöppeln. Odin, ich höre dich schon wieder. Mach keinen Mist. Sei lieb. Ich glaube, er hat keinen Bock, nach Hause zu gehen. Aber ich habe kein Lenkelement hier, ne? Guck mal, da ist doch auch noch eine Insel. Aber da drüben, das hätte auch Schrein-Charakter, ne? Aber die da oben finde ich noch viel spannender. Ich weiß nicht, ob wir da schon gewesen sind. Aber es wird eher die sein, oder? Oh, ich weiß nicht. So, ich drehe mich da rum. Oh, ich häng fest. So, diesmal habe ich mitgedacht. Diesmal habe ich mitgedacht und das festgehalten. Ich weiß nicht, ob das gut geht, ob das klappt. Ich habe kein Lenkelement. Brauche ich noch mehr Schubkraft? Ich weiß es nicht. Ich könnte aber noch ein Lenkelement aus meinem Repertoire rausholen. Sollten wir vielleicht noch mit ranklöppeln. Frage ist halt, zu der da oder zu der? Ich habe halt fast die Befürchtung, dass hier irgendwo noch so ein Kristall ist, den wir irgendwo hinbringen müssen, ne? Also, wir müssen mal gucken. Wir brauchen bestimmt einiges an Schub. Ja, guck mal. Mm. Odin, ich flieg jetzt los. Kann ich losfliegen oder machst du Stress? Wo auch immer du bist. Pass auf, wir machen es einfach. Okay, wir probieren jetzt einfach zu dem hier zu kommen. Ich zieh nach oben, ich zieh nach oben. Oh, Angriff finde ich nicht gut. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Theoretisch müsste das auch jetzt alles runterbrennen. Da ist... Ah, siehst du, hier ist so ein dämlicher Kristall. Habe ich nicht gesagt, hier ist so ein dämlicher Kristall? Hm. Aber hier sind auf jeden Fall Elemente, die wir verbauen können. Entschuldigung, aber er ist einfach gerade heute so ein bisschen... Aber es ist auch für ihn der erste Tag, wo es ein bisschen kühler ist. Ah, Kristall. Hm. Bringe den Kristall an jenem Ort da, den das Licht zeigt. Dann schenken wir dir ein Licht, das die Finsternis bannt. Wofür das hin? Nach unten?
Wo führt das hin? Lass uns erstmal ausbotten, wo das hinführt. Ja. Doch, aber guck mal, der zeigt auf diese Insel hier. Ah, da drüben. Hier müssen wir hin. Schaffen wir das, ist die Frage. Ich weiß nicht. Aber gibt es hier noch irgendwas? Ehe wir das Ding hier jetzt verlassen, sollten wir erstmal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Aber ich glaube, hier gibt es nur den Kristall. Oder habt ihr noch was gesehen? Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie noch mal ein bisschen Schub. Von hinten. Ich weiß nicht, ob es hier noch Raketen gibt. Ich drehe das Ding noch mal um. Und wir sollten auch noch eine Batterie raufklöppeln. Also, ich guck mal, ob es hier noch was gibt, womit wir den Gleiter ein bisschen pimpen können. Ah, sind das... Weiß nicht. Was ist das? Nix. Ah, hier. Also, wir haben hier noch eine Batterie. Ah, aber es gibt keinen Schub, ne? Es gibt keinen Schub. Können wir mit dem Ding was anstellen? Was ist das denn? Irgendwas auf Rollen? Bringt uns ja an und für sich nichts. Wir müssen ja fliegen. Aber ich sehe hier keine Rakete. Brauchen wir die Rakete als Schubkraft? Boah, gute Frage. Hätten wir noch Raketen? Die nächste Frage. 15. Pass auf. Eine bauen wir rauf. Nee, ich baue es in die Richtung. Oder? Ist richtig rum? Nein. Oder? Doch. Nein. Nein, doch so rum. Oh, jetzt ist die Verwirrung verwirrt. Ja, so rum fliege ich. Ach, was ist das denn? Aber ist vielleicht gar nicht verkehrt. Vielleicht ist die Idee gar nicht doof. Weil wir dann so ein bisschen Schub nach... Nee, eher der Schub nach unten, ne? Ich weiß nicht. Ich lasse es so in der Hoffnung, dass es uns hilft. Weil wir den Stein ja noch aufdödeln. Da war ja noch was. Der kommt ja auch noch rauf. Ich mach den mal nach hinten. Ich weiß immer nicht. Nach hinten, nach vorne. Oh nee, wenn der abfliegt, dann fliegt das Ding gleich mit ab. Das wäre doof. Wir müssen den hier einzeln nach hinten. Weil ihr wisst ja, von der Gewichtsverteilung ist das mit den Teilen immer ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Batterie raufkriege. Oder ob das zu viel ist und doof ist. Boah, ich glaube, ich mache jetzt schon wieder einen Fehler. Ich möchte nichts sagen, aber ich glaube, das wird falsch. Ich setze die Batterie mal vorne rauf. Ist zwar jetzt auch nicht das ultimative Gegengewicht. Ich könnte natürlich noch das Lenkelement weiter nach vorne setzen. Weil sonst sitzt die ganze, wie soll ich sagen, alles sitzt sonst so weit hinten. Ist so hintenlastig. Pass auf, ich baue noch mal ein bisschen um. Es hat sonst zu viel Übergewicht nach hinten runter. Das ist blöd. Ach! Dreckiger Scheiß. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir die so weiter nach vorne machen. Wir können natürlich... Ah, ist halt die Frage. Reichen es? Oh, an der Seite finde ich auch strong. Okay, pass auf. Dann mehr hier jetzt an die Seite. Ja, das sieht gut aus. Odin, ich mache mich bereit zum Fliegen. Wenn du irgendwas hast, dann mach es jetzt. Ich glaube, die Rakete ist missplatziert. Und die Batterie da vorne ist ja auch schon wieder bodenlos. Okay. 3, 2, 1, go! Oh, das sieht ganz gut aus. Oh, das können wir schaffen. Das können wir schaffen, Freunde. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Von der Gewichtsverteilung. Ist gut, dass wir es so gemacht haben. Oh, das sieht gut aus. Okay, nach unten, nach unten, nach unten. Ah! Falk. Kracht das nach unten? Bitte! Wo ist es hin? Wo ist es hin? Wo ist es hin? Nein! Ah. Super. Wo ist jetzt mein Stein? Tja, der Anflug hatte jetzt so ein paar Schwierigkeiten. Ah, hier. Oh, danke. Gut. Es gibt doch noch einen Gott. Guck
gut. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, das ist weggeflogen, ohne mich irgendwo hin. Mega. Da! Toll. Dir, dem Darbringer des Kristalls, schenken wir ein Licht, das die Finsternis bannt. Ja, schenke mir das Licht. Zauberhaft. Geil. Damit hätten wir nämlich noch einen Schrein gefunden. Und hopefully auch Raurus Segen. Wenn wir da jetzt irgendwie noch eine Aufgabe machen müssen. Wie heißt er denn? Ich habe schon wieder verpasst, wie der Schrein heißt. Ich habe nicht aufgepasst. Wie früher in der Schule. Sie war stets bemüht, aber da hat sie nicht aufgepasst. Und sich dann gewundert, wenn sie Dinge in der Klausur nicht konnte und wusste, weil sie nicht aufgepasst hat. Ja, ja. Abgelenkt von Dingen. Das war früher schon ein Problem. Ja, Raurus Segen. Sehr cool. Uko Ojisi Schrein. Massiver Sonanium-Schild, den haben wir ja auch schon. Den haben wir schon. Aber ich würde es an der Stelle hier mal austauschen, weil es uns sonst ewig lange anzeigt, dass wir hier noch eine Kiste nicht geöffnet haben. Und da denke ich immer, da gibt es noch irgendwas Spannendes zu holen, was es eigentlich gar nicht gibt. Und wenn es das gleiche ist. O Besucher dieses Bannschreins, der das uralte Böse versiegelt. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Und siehst du, hätten wir uns dahin teleportiert, wie ja ursprünglich als Idee war, hätten wir das jetzt nie entdeckt. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Orte ruht. Vor allen Dingen ist es auch nur Zufall gewesen. Wenn jetzt der Regen nicht angesagt gewesen wäre, hätte ich geklettert. Wäre ich geklettert. Und dann hätten wir diesen Stein nicht entdeckt, diesen Stein nicht genommen und vor allen Dingen hätten diese Himmelsinsel nicht entdeckt. Fügung des Schicksals. Geil. Und wir waren immer noch nicht die letzten vier Segenslichter wegbringen. Für ein Herz. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Ich weiß gar nicht, wie viele Schreine es hier allgemein jetzt in dem Teil gibt. Das wäre auch noch spannend herauszufinden. Ja. Wir werden uns hier auf der Insel schnell noch ein bisschen umgucken, ob wir hier vielleicht einen Kapselspender haben. Das wäre nämlich auch noch gut. Und dann geht's nach unten. Dann müssen wir mal gucken, dass wir möglichst zielgerichtet drauf landen. Wir haben aber nicht mehr so viel Folgenzeit. Strong, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass wir... Oh, jetzt sieh schon wieder. Ah, Entschuldigung. Entschuldigung, nimm's weg. Bleib doch da. So. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt so lange hier auf dem Weg sind zum eigentlichen Ziel. Aber es sind ja alles wichtige und richtige Dinge, ne? Da, siehst du, ist ein Kapselspender. Geil. Und den haben wir auch noch nicht entdeckt. Der ist auf der Karte noch nicht drauf. Ich habe gesagt, dass die Himmelsinseln an manchen Stellen ein wenig sehr spärlich ab irgendeinem Punkt behandelt worden sind von mir. So, jetzt ploppt auf der Karte auf. Perfekt. Dann bin ich ja gespannt, was da drin ist. Also, wir werfen rein Dinge, die ich finden muss. In die Hand. So, dann mal rein. In den Kaugummiautomaten. Also, ich sehe auf jeden Fall eine Lampe. Ich sehe Heißluftballon. Oh, haben wir... Ach nee, Konstruktkopf. Ich bräuchte... Oh, hier ist noch irgendwas Unbekanntes. Hier ist noch was Unbekanntes. Transporter, das war das Element, was ich vorhin schon gesehen habe, ne? Zur effizienten Bewegung über flache Oberflächen. Es wird durch etwas Krafteinsatz aktiviert, benötigt zum Fahren jedoch eine Energiequelle. Ah, das ist so was wie ein Skateboard. Alter, wir haben jetzt noch in Folge... 211. Ah, ist das das letzte Element?
Haben wir jetzt alle gefunden? Oh, wow. Das hat ja jetzt auch gar nicht episch lange gedauert. Okay, geil. Und hier habe ich schon wieder den Eindruck, als würde irgendjemand schlafen irgendwo. Ich höre schon wieder ein Geräusch, das sich nach Schlafen anhört. Wir müssten irgendwo auch mal wieder hin, wo es diese Reisekochtöpfe gibt, ne? So, ich mache nochmal 5. Weil diese Transporter kann man, glaube ich, auch sehr cool brauchen. Ich könnte mir vorstellen, dass man die mit einem Ballon vielleicht, irgendwie kombinieren könnte. Hydranten sind jetzt auch nicht schlecht. Aber es ist krass, dass wir nochmal was Neues haben. Gefunden haben. So, jetzt haben wir 7 von dem. Ah, stimmt. Oh, die müssen wir auch öfter einsetzen. Ja, wir haben so viele coole Elemente eigentlich jetzt mittlerweile. Und keine Folgenzeit mehr. Kann man da rein? Nee, ne? Das sieht nur so aus. Und dann haben wir jetzt schon wieder Blutmond. Oh Leute, das Abendrot sieht aber gar nicht gut aus. Fleisch. Abendessen. Abendrot, Abendessen. Weil wo können wir uns denn jetzt hier hinschießen lassen? Das wäre die nächste Frage. Oh, das habe ich gerade geschoben. Ich wollte gerade sagen, oh, guck mal, es dreht sich automatisch. Nix automatisch. Ich glaube, hier ist ja nichts weiter. Also man könnte jetzt bei der hier noch gucken, die da nahe des Kapselspenders ist. Vielleicht können wir uns ja dahin bringen lassen. Dreh's nochmal rum. So, in die Richtung wäre das quasi. Hier. Na dann. 3, 2, 1, los. War gar nicht geklappt. Na dann halt nicht. Weil das wäre dann wirklich der letzte Teil, der uns hier jetzt noch fehlt. Oh, kann ich hier nicht klettern? Ah, bin mir nicht sicher. Ich mach mal langsam. Und gleich suche ich mein Kaninchen mal. Gibt's ja nicht. Aber guck mal, da ist doch noch eine Himmelsinsel, oder? Himmelsinsel oder irgendwas, was auf der Erde ist? Irgendwas, was sehr hoch ist? Boah, ich bin mir nicht sicher. Aber das sieht doch nach einer Himmelsinsel aus. Irgendwie. Nichtsdestotrotz, wir wollten ja jetzt nach unten. Hier, guck mal. Da sind wir auch relativ in der Nähe. Wir wollten ja zum Pappelhochland. Ah, jetzt ist die Wolke ja auch endlich mal weg. Ah, es könnte eine Himmelsinsel sein. Aber da können wir nie... Kommen wir da hin. Never. Niemals. Wir werden direkt am untersten Ende landen. Sage ich euch jetzt schon. Ich probiere es, aber wir werden an dem letzten Zipfel landen und den Rest können wir nicht hochklettern, weil wir nicht genügend Energie haben. Oder direkt kurz unter diesem Zipfel vorbeifliegen. Das wäre auch noch so eine Idee. Aber da kommen wir ja niemals hoch. Pass auf. Ich kann hell sehen. Ich schwöre es euch. Siehst du? Siehst du? Direkt unten drunter vorbei. Okay, wo ist jetzt unser eigentliches Ziel? Unser eigentliches Ziel liegt jetzt hier irgendwo in die Richtung. Ja, so hier. Ja. Aber wie weit fliegen wir jetzt noch? Haben wir irgendwo einen See? Den, ja, man könnte jetzt in den Drakoto-See vielleicht rein. Oder in die Quelle des Mutes. Waren wir da schon mal drin? Ich mache mal ein bisschen Sturzflug. Ich sehe auch gefühlt schon wieder gar nichts. Ich weiß nicht, ob wir bis zur Quelle kommen und ob wir sie dann treffen vor allem. Aber da ist doch auch Wasser. Hier, da ist doch Wasser. Oder ist das Wasser? Ich weiß nicht, ob das... Doch, das glitzert doch nach Wasser. Oh Gott, was dann das... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schlechtes Wetter. Ich will doch nur irgendwo landen, wo es gut ist. Warte, da ist Wasser. Im Wasser landen. Geil. Gut. Aber wo müssen wir jetzt hin, ist die Frage.
Wow, okay. Sieht wirklich nach einem Drachen aus. Hier rein vielleicht? Hä? Ich weiß es noch nicht, Leute. Ich glaube, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden, weil unsere Folgenzeit vorbei ist. Irgendwas verfolgt mich. Ah, Hilfe. Okay, dann rette ich mich jetzt erstmal schnell rein. Kennen wir auf jeden Fall noch nicht. Was auch immer das hier sein soll. Was ist das? Quelle des Mutes. Aber waren wir hier nicht schon mal? Oh, können wir hier Herzen erbitten? Finde den goldenen Geist Farodra, der durch den Himmel gleitet und dabei Blitze entfesselt. Oh, den haben wir auf jeden Fall schon mal gefunden. Aber Klaue haben wir noch nicht. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Aber sollten wir hier nicht irgendwo hin? Ah, ist vielleicht auch die Quest, denjenigen zu finden. Also, Ladies und Gentlemen, wie wir hier weitermachen werden, werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann auch mit am Start wärt und wünsche euch bis dahin einen zauberhaft schönen Tag. Genießt ihn und seid ein wenig dirty dabei. Yeah.